Und zurück, nee, zurück, willkommen. Willkommen zurück auf unserer kleinen Farm. Ja, das war jetzt ein sehr schlechter Witz. Ja, wir sind wieder auf der Farm der Familie. Ich habe keinen Nachnamen. Ist ja jedenfalls bei Paul, Jay, Shizami oder Shazumi? Nee, egal. Der älteren Dame und den zwei Brüdern. Ja, und es ist wieder Nacht, das heißt, hier gibt wieder einiges vor sich, worüber uns keine nähere Auskunft gegeben werden will. Und ich bin jetzt geneigt, da rauszugehen, um zu gucken, was da los ist. Seid ihr dabei? Seid ihr dabei? Okay. Was ist los? So, wir schauen mal. Mond. Draußen. Wo können wir hin? Alter. Der Mega-Sandsturm. Wo können wir denn hin? Irgendwo zu den Schafen vielleicht. Wo waren die Schafe? Mal, da ist die Scheune. Und da vorne sind die Schafe. Da gehen wir erstmal dahin. Weil die werden ja des Morgens auch tot aufgefunden. Stein. Warten, gucken. Was ist das denn? Holy. Naja, unholy. Alter. Dämon oder was? Weg! Weg, 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 weg! Rüber! Weg, 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 weg! Runter! Ich seh nix, ich seh nix! Darüber! Und! Runterducken! Wohin? 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 Ja! Super Plan! Wohin? Was ist das? Runter! Wieder runter! Seh nix! Seh nix! Runter durch! Es ist immer noch hinter uns her! Na, los, lass ihn 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 los! Nee. Scheiß Dämon. Scheiß Ureinwohner-Dämon. Weg. Es jagt uns. Ich will nicht, dass es uns jagt. Oh. Aua. Verdammt. Ah. So. Links. Oh mein Gott! Nein! Das ist meine! Ah. Verdammt! Was sind das für Typen? Hi. Und weg sind sie. Jody. Jody, ich sagte doch, bleib im Zimmer. Du könntest tot sein. Was ist hier los? Was war das für ein Ding? Du hättest auf mich hören sollen. Und im Zimmer bleiben. Jetzt sag mir die Wahrheit. Sag mir endlich, was hier los ist. Es ist Jezu. Nichts anderes interessiert ihn. Wir können nichts dagegen tun. Bei Geistern sind wir machtlos. Wir aber nicht. Böse Geister scheuen diese Welt. Wenn er hier ist, hat das einen Grund.
Wir werden diesen Grund herausfinden müssen. Nochmal streicheln. Ganz ruhig, ganz ruhig. Kennst du mich noch, Ashki? Wir sind Freunde, oder? Ich stelle jetzt meinen Fuß in den Steigbügel und komm hoch, okay? Dann versuchen wir mal aufzusteigen. L1. Und. Hep. Wie genau geht's jetzt hier vorwärts? Ja, so ein bisschen nach vorne drücken halt den Control Stick. Hey, was denkst du, Ashki? Wir sind ziemlich gut, hm? Dein Geheimnis muss mir das Pferd noch verraten. Hey, hör mal, ich reite raus und sehe nach den Churros. Willst du mitkommen? Sicher. Dann schauen wir uns doch mal um. Ah, okay, so galoppieren wir. Oder ist das noch Traben? Ich weiß, ich kenne die Pferdeausdrücke nicht. Aber jedenfalls, was war das für ein Ding letzte Nacht? Also das ein Geist, ein böser Geist. Aber warum ist der hier? Was haben die gemacht, dass sich dann böser Geist irgendwo rumtreibt und Blut von denen will? Und diese Geistergestalten, die uns beschützt haben, was sind das für welche? Wo laufen wir hin? Ich sehe da ein Phallus-Symbol. So, hoch, halt. Halt, stopp. Steigen. So. Wie geht's denn den Schäfelein? Alle noch fit? Das war nicht der Baum, oder? Also der markante Baum, der im Traum erschienen ist, man glaubt es kaum. Ich würde mich hinsetzen, gerne. Also hinsetzen, zu dem hin. So. Setzen wir uns doch mal hin. Hör zu, ich weiß, dass du nicht darüber sprechen willst. Aber ich muss wissen, was passiert ist letzte Nacht. Geister, Existenz, oft. Geister? Geister. Und die Geister rund um euer Haus. Weißt du, wer sie sind? Mein Vater sagt, dass 5 Wächtergeister unseren Stamm immer beschützt haben. Mhm. Sie kommen nachts, damit uns Yeizo nicht tötet. Ich weiß nicht, ob's stimmt. Aber Yeizo war bis heute noch nie in unserem Haus. Hm. Oft. Erscheint der Spuk jede Nacht? Er kommt mehrere Nächte und dann für Monate nicht mehr. Aber es ist niemals ganz vorbei. Jetzt will ich dir aber mal ein paar Fragen stellen. Hau rein! Was willst du wirklich hier draußen mitten in der Wüste? Wir suchen... Sieht fast aus, als würdest du vor was wegrennen. Quasi. Wir sagen die Wahrheit, weil die uns auch immer die Wahrheit sagen. Ich schätze, ich versuche zu vergessen. Nochmal neu anfangen. Am Ende bin ich auf der Flucht vor mir selbst. Du bist wie wir. Du hast auch ein dunkles Geheimnis, nicht wahr, Jody? Oh, ja. Die Wahrheit. Ich... Na komm. Ich muss dir was beichten. Ich... Na komm schon. Was ist los? Ich verstehe nichts. Was ist los? Das war Pa. Kein Wasser auf der Ranch, muss was mit dem Brunnen sein. Na. Ich sehe auf dem Rückweg vorbei. Ich kann nachschauen, wenn du willst. Na, ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich tue, was ich kann. Wo ist der Brunnen? Da drüben. Da ist eine Windmühle. Nicht zu verfehlen. Ah, okay. Okay. Ich sehe dich dann auf der Ranch. Okay, bis später. So, wo ist Le Pferd? Da vorne ist unser Pferd.
Ja, also müssen wir jetzt mal beweisen, dass wir es drauf haben. Und wir hätten ihm fast die Wahrheit erzählt, aber dann am Endeffekt wurden wir dann doch unterbrochen. So, drehen und da vorne müssen wir hin. Frage mich, ob uns auf dem Weg noch irgendwas passiert. Ich meine, jetzt, die Strecke ist es jetzt nicht. So, geben wir ein bisschen Gas. War hier denn noch irgendwas in der Nähe, was markant ist? Ach, da ist ein Weg. Den Weg sollten wir eventuell folgen. So. Hier mal rüber. So, was ist mit dem Brunnen los? Schauen wir nochmal nach. Ich glaube, die Windmühle klemmt. Ach, geäst in der Windmühle. Das kenne ich nur zu gut. Da schauen wir nochmal nach. Ja, so. Ach, geäst. Raus. Jetzt geht's ganz wieder. Ganz toll, Aiden. Die Pumpe läuft jetzt wieder. Subi. Sonst noch irgendwas? War nicht. Okay. Dann steigen wir wieder auf. Wer ist das? Jetzt ist er wieder weg. Was? Warum verfolgt er uns so hartnäckig? Ich hab ständig. Sollen wir jetzt hingehen oder was? Ja, toll. Das ist ja ganz super. Dann gehen wir da jetzt halt hin. Ist gut. Wir wissen jetzt mittlerweile, das sind Wächtergeister. Aber warum verfolgt der uns so hartnäckig? Ich meine, das ist doch immer derselbe, oder nicht? Was ist das für eine alte Hütte? Oder für. Ist das ein Stollen oder sowas? Hallo? Hallo? So ein Licht wäre mal ganz praktisch. Hier ist. Ja. Ein Windspiel da oben. Was ist das denn? Kugeln. Noch was? Wandmalereien. Das ist hier nur das Windspiel. Aber sonst ist hier einfach gar nichts. Na, dann sollten wir vielleicht doch wieder rausgehen. Man weiß es ja nicht. Gehen wir doch mal wieder raus. What? Hä? Wow. Was? Wow. Ach, verdammt. Kacke. Was steht da? Crown. Krone. Crown. Glaube ich zumindest, wenn ich es richtig gelesen habe. Krone? Wo lang? Da hinten? Okay. Dann wollen wir nochmal nachschauen, was es hier mit der Krone auf sich hat. Wir erleben hier ständig irgendwelche Flashbacks aus einem anderen Jahrhundert. Das ist... pretty scary und unusual, würde ich mal sagen. Komm mal hier denn hin. Crown. Also, nach Krone sollen wir eine Krone finden oder was? Was denn für eine Krone? Eine Zahnkrone oder? Ja, ich weiß, das ist echt richtig schlecht, aber. Was sieht denn hier nach Krone aus? Sieht gar nichts nach Krone aus.
Das ist eine Felsformation. Ne, hier ist auch rein gar nichts. Wir folgen jetzt einfach mal dem Weg. Da hinten ist eine Felsformation, wenn mich nicht alles täuscht. Und Ruinen. Fort Crown. Warum bin ich denn hier gelandet? Was ist hier? Da glitzern Sachen. Fort Crown. Kannst du was sehen, Aiden? Ja, das Ding hier. Wo ist denn jetzt das andere? Warte mal. So. Noch ein bisschen tiefer. So muss das funktionieren. Komm schon! Zeig dich wieder! Wow! Okay. Sie wurden also damals massakrierte die Soldaten im Fort. War das etwa Jeizo? Man weiß es wohl nicht. Aber hier muss es noch mehr Hinweise geben. Da hinten glitzert noch was. Gehen wir doch gleich mal dahin. So, was haben wir hier? Ein Hut. Und nochmal Gedanken lenken. So. Oh. Der geteilte Baum. Ich muss ihn finden. Da hinten lang, offenbar. Puh, okay. Also verfolgen wir jetzt schon Geister. Das ist mal eine ganz neue Gangart. Vorher sind wir nur vor denen weggelaufen. Das hat mir schon persönlich gereicht. Der geteilte Baum. Was sollen wir dort finden? Ich würde fast sagen, das finden wir sogar noch in diesem Part heraus. Das ist doch bestimmt der Rückzugsort von dem Ding. Oh, die sind, glaube ich, hier links abgebogen. Weil es kein rechts gibt. Nö, gibt's nicht. Nur links. Da vorne ist er. Kann ich auch schon sehen. Die Teufelsfolge. Der Platz aus meiner Vision. Ja, was guckst du denn? Ja, ich sehe, da ist der Baum. Da sollst du hin. Da. Baum, da. Aber was ist hier? Ein Baum. Irgendwelche Hinweise? Es ist nichts hier. Also, was soll ich entdecken? Vielleicht die Sachen von ein bisschen weiter weg betrachten. Kannst du was sehen, Aiden? Oh, soll ich gucken gehen? Hier vorne. Da, wurde mal aus. Da sollst du graben gehen. Und das macht's auch. Das ist doch super. So, was haben wir hier? Alte Knochen. Was ist das da oben? Pack doch nicht alles in deine Hosentasche. Das ist bestimmt irgendein Grab oder sowas. Eine Maske? Wow. Oh, okay, der. Sie trugen diese rituellen Masken. Und zu guter Letzt,
Oh. Sie wurden umgebracht. Die Existenz. Oh oh. Danke, Ein. Okay. Warum sammelt sie denn jetzt ein? Was machen die Dinger? Das Schutzanhänger oder sowas? Seltsam. Da fehlt eins. Der hat keinen Talisman. Nachchecken. Die Decke. Die Decke kennen wir. Der fünfte Talisman. Das Baby trägt ihn um den Hals. Das Baby ist heute. Hilf mir, Aiden. Ich muss sehen, was passiert ist. Was du alles sehen musst. Ne. Ne. So. Wir haben es heraufbeschworen. Es ging alles viel zu schnell. Ich hab's nicht verstanden. Es ist so undurchschaubar. Ein unfertiges Puzzle. Na dann. Ich werde den Talisman Paul zeigen. Vielleicht weiß er was. Ob der so begeistert ist, ist die andere Frage. Ist aber schon komisch, dass nur. Oh oh. Wir sollten uns wohl beeilen. Und zwar, im nächsten Part sind wir dann schon fast da, sag ich mal so. Vielen Dank fürs Zusehen, war heute wieder interessant, also, Ureinwohner, ja. Stichwort, muss reichen. Ja, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao!